Heute wollen wir euch in unserem Quick-Tipp ein paar Informationen zum richtigen Abkleben für unsere Bauder Liquitec PU-Abdichtung geben. Bei der Verarbeitung von Flüssigkunststoff ist es grundsätzlich empfehlenswert, dass die Untergründe abgeklebt werden. Das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen haben wir ein sauberes Erscheinungsbild von dem Übergangsbereich zur Flächenabdichtung hin. Zum anderen schützen wir auch gewisse Untergründe, damit wir hier keine Verschmutzungen durch die Flüssigabdichtung haben, also zum Beispiel Fenster oder Türanschlüsse. Wir empfehlen zum Abkleben ein Gewebeband, so ein Panzertape. Wie gesagt, Gewebeband sagen auch manche dazu. Und das ist natürlich hier in einer sehr, sehr schicken Farbe, passend natürlich dann auch zu Bauder. Wenn ihr mit der Abdichtung fertig seid, also sprich die Nachlage aufgebracht habt, schaut bitte, dass ihr zeitnah das Tape entfernt. Deswegen eigentlich wichtig, weil wenn ihr zu lange wartet und die Abdichtung bereits am Aushärten ist, dann kann es euch passieren, dass ihr das Tape nicht mehr vernünftig wegbekommt, beziehungsweise vielleicht sogar eure Abdichtung entsprechend schädigt. Nach dem Entfernen vom Tape sieht man hier ganz gut diesen Abstand von maximal 5 bis 10 mm zum Fließende. Und damit ist auch gewährleistet, dass wir eine hinterlaufsichere Abdichtung haben. Mehr zum Thema Flüssigkunststoff findet ihr auf der Bauder Webseite und die Links dazu unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen zur Anwendung von Bauder Liquitec habt, schreibt diese am besten gleich hier in die Kommentare. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Jede Woche gibt es hier was Neues. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.